Wie trainierst du als Fußballer im mentalen Bereich? Über diese Frage werden wir in diesem Video sprechen. Ich werde dir teilen, was mentales Training ist und wie du es in deinen Trainingsplan integrierst. Als ich damals bei Wien Wiesbaden im Nachwuchsleistungszentrum gespielt habe, wurde mir irgendwie schon früh bewusst, dass ich ein Spieler bin, der sich mehr mit sich selbst auseinandersetzt, der manchmal zu viel nachdenkt. Damals war mir aber noch gar nicht bewusst, dass es etwas gibt, wie man im mentalen Bereich arbeiten kann, um genau damit noch besser umgehen zu können und im Endeffekt das als Stärke nutzen zu können. Heute sage ich, dass diese nachdenkliche, reflektierte Art nicht meine größte Schwäche ist, sondern meine größte Stärke. Ich hätte aber gerne früher gewusst, wie man im mentalen Bereich arbeitet und ich kann dir jetzt als Fußball-Mentalcoach sagen, dass egal auf welchem Level du bist, egal ob du schon Bundesliga-Profi bist oder vielleicht angehender Fußball-Profi bist oder vielleicht auch noch Jugendspieler bist, egal auf welchem Niveau, auf welchem Level du bist, du kannst im mentalen Bereich stärker werden und das wird deine Fußballkarriere noch weiter voranbringen. Die mentale Stärke ist letztendlich genauso wie andere Fähigkeiten im Fußball etwas, was du aufbauen kannst, was du trainieren kannst. Es ist sozusagen wie ein Muskel, wenn du ins Gym gehst, also ins Fitnessstudio gehst und an deiner Muskulatur arbeitest, an deiner Schnelligkeit arbeitest, an deiner Athletik arbeitest oder wenn du auf dem Platz trainierst und zum Beispiel Passübungen machst und, ja, und deine Ballkontrolle verbesserst und so weiter, ist das ja auch ein Trainingsprozess. Und genauso kannst du auch deine mentale Stärke trainieren. Denn letztendlich ist es etwas, je mehr man sich damit beschäftigt, umso besser wird man. Und das ist etwas, was natürlich auch Mut gibt, wenn man weiß, man kann daran arbeiten. Bei mir war das damals nicht bewusst. Ich habe gedacht, ja, ich bin halt einfach so, ich denke halt mal zu viel nach und ja, bin vielleicht kritischer mit mir selbst. Aber mir war das damals überhaupt nicht bewusst, dass man konkret auch daran arbeiten kann. Was mentale Stärke ist und was es besonders auch ausmacht, habe ich schon mal in einem anderen Video geteilt. Das verlinke ich dir mal hier oben. Es gibt verschiedene mentale Methoden, wie du an deiner mentalen Stärke auch arbeiten kannst. Das, was ja immer mehr auch kommt, besonders nachdem Erling Haaland so diese Meditationspose mal als Jubel gemacht hat, ist natürlich Meditation oder generelle Achtsamkeitsübungen, wo du einfach auch schulst, mit deinem Geist auf einer Sache zu bleiben. Also fokussiert zu sein letztendlich. Wenn du im jetzigen Moment bist, hier und jetzt bist, dann wirst du auch schneller in diesen Flow kommen, von dem man häufig spricht. Also Meditation, aber auch Atemübungen sind mentale Techniken, mentale Methoden, wie du immer wieder diese Refokussierung üben kannst. Und wenn du das schneller hinbekommst, bekommst du es natürlich auch am Fußballplatz besser hin, wenn irgendetwas passiert, wenn du mal einen Fehler machst oder so, schnell auch wieder auf das zu kommen, was jetzt gerade wichtig ist, also in den jetzigen Moment zu kommen, um dann wieder in dieses befreite Aufspielen zu kommen, nicht noch ständig an den Fehler zum Beispiel zu denken. Weitere mentale Methoden sind zum Beispiel Affirmationen. Affirmationen sind positive, ja, Sätze, die du zu dir selbst sagen kannst. Also es sind so positive Selbstbekräftigungen. Wenn du sie dir sagst, wirken die wie, ja, Überzeugungen, die du nach und nach aufbaust. Gefällt so unter diesem Bereich Selbstgespräche, weil wir reden letztendlich alle mit uns selbst. Wenn ich in einem Vortrag manchmal frage, wie viele von euch sprechen mit sich selbst, dann sieht man, dass so manche da so überlegen, spreche ich mit mir selbst? Und genau das ist ja schon ein Selbstgespräch. Also wir haben alle diesen inneren Dialog. Wir haben alle diese innere Stimme im Kopf und dieser Dialog, den man mit sich selbst führt, sind ja manchmal wie so Engel und Teufel, den man so in sich hat. Oder ich sage immer innerer Amateur und innerer Profi. Und dieser Dialog bestimmt letztendlich auch, wie häufig du das abrufen kannst, was du in dir hast. Weil wenn du im Kopf dein größter Kritiker bist, ständig nur auf die Fehler schaust, dich selbst klein hältst, vielleicht auch dann darüber nachdenkst, was andere sagen, was andere denken, irgendwelche Zukunftsszenarien im Kopf hast, wie du scheiterst oder was nicht so gut läuft und du dir ständig Sorgen machst. Je mehr du das machst, umso weniger wirst du das abrufen können, was du in dir hast. Deshalb sind diese Gespräche, die du mit dir selbst führst, auch so entscheidend. Und das ist auch etwas, was man im mentalen Training lernt. Wie spricht man mit sich selbst? Wie, ja, shiftet man vielleicht auch zu Gedanken, die einem helfen? Es geht hier nicht darum, einfach nur positiv zu denken. Es ist ja etwas, was an sich ein Schutzmechanismus ist. Diese Gedanken, die wir haben, auch die Ängste, die man als Mensch manchmal hat, die gehören dazu, die sind völlig normal, aber trotzdem können wir Wege finden, wie wir besser damit umgehen.
Um mentales Training noch mehr in deinen Trainingsplan zu integrieren, ist es also erstmals auch wichtig, das zu reflektieren. Also dieses bewusste Reflektieren von deinen Stärken, von deinen Schwächen, von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen, von dem, was in dir vorgeht, welche Routinen du aber auch hast, also dein Verhalten auch zu reflektieren. Je mehr du dich damit bewusst auseinandersetzt, umso besser wird es, umso leichter wirst du auch so einen Zugang dazu bekommen. Deshalb viel von mentalem Training ist letztendlich Reflexion. Als ich begonnen habe, auch meine Karriere zu reflektieren, ob das damals bei Wien Wiesbaden war, ob das dann bei Koblenz in der Regionalliga war, ob das dann meine Zeit auch in Amerika war, wo ich in einer der besten College-Ligen Amerikas gespielt habe, da ist es mir erst so richtig bewusst geworden und so bewusst reflektiert habe ich leider in meiner aktiven Zeit so damals nicht. Und das ist also etwas, was dich voranbringt. Bestmöglich machst du das natürlich im Austausch auch mit anderen. Zum einen mit Spielern, die auch im mentalen Bereich arbeiten. Ich habe auch ein Programm, wo ja, Spieler bis in die Bundesliga drin sind, wo wir auch wöchentliche Live-Calls haben, wo es immer wieder darum geht, ja, Erfahrungen auch auszutauschen, Fragen zu stellen, Herausforderungen zu teilen, wie kann man die noch besser machen. Also wenn man da mit anderen dran arbeitet, dann lernt man vielleicht auch Wege, wie man selbst noch besser werden kann. Oder, und das ist auch interessant, man bekommt vielleicht manchmal Einblicke oder Fragen, die jemand anderes hat, die irgendwann bei einem selbst mal kommen können. Also etwas, was du vielleicht jetzt noch nicht weißt, was aber zukünftig für deine Karriere wichtig sein wird, stellt irgendjemand anderes in so einem Austausch und das hilft dir wiederum dabei, dich weiterzuentwickeln, auf Dinge besser vorbereitet zu sein. Und je besser du dich auch mental auf Dinge vorbereitest, umso besser wirst du dann damit umgehen können, wenn sie passieren. Also was ich eben auch über Visualisierung zum Beispiel gesagt habe, so dieses Vorstellen von Dingen, vom Best-Case-Szenario, von etwas, wie das Spiel laufen soll, kann natürlich auch helfen, bestmöglich in ein Spiel zu gehen. Aber auch auf Herausforderungen, wie will ich damit umgehen, wie will ich darauf reagieren? Das kann auch helfen, in diesem Moment dann letztendlich noch mehr daraus zu holen. Also, und das lernt man häufig auch aus dem Austausch. Also neben diesem bewussten Reflektieren für einen selbst, kann es auch extrem hilfreich sein, von anderen zu lernen, von anderen zu profitieren. Und wenn du es nochmal einen Schritt weiter machen willst, gerade als Fußballprofi kann ich dir das nur ans Herz legen, mit jemandem zu arbeiten, der dir auch immer wieder Fragen stellt, der dich auch in Richtungen lenkt, kann oder dir neue Dinge bewusst machen kann, die du jetzt auch noch gar nicht auf dem Schirm hast, die dir aber dabei helfen können, noch mehr aus dir und aus deiner Karriere herauszuholen. Also professionelles Mentalcoaching, wenn ich mit Spielern ja, bis in die ersten Ligen, auch teilweise europäisch, arbeite und international, dann ja, höre ich auch sehr, sehr häufig, ey, über so Sachen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Selbst Spieler, die im Nationalteam sind, die schon erfolgreiche Fußballprofis in der ersten Ligen sind, die sagen manchmal, ey, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und es ist natürlich auch etwas, was einem nicht in der Schule beigebracht wird, was einem die Eltern mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht sagen, was einem kaum ein Trainer oder nie Trainer auch sagen werden, weil die gar nicht den Raum und die Zeit dafür haben und sich wahrscheinlich auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Manche sicherlich schon, also ich glaube, viele Trainer wissen, wie wichtig der mentale Bereich ist, aber natürlich können die nicht mit jedem in der Mannschaft arbeiten. Deshalb gerade, wenn du ein Fußballprofi bist und sagst, ey, für mich ist es wichtig, mich bewusst zu reflektieren, neue Lösungsmöglichkeiten zu bekommen, neue Perspektiven zu bekommen, die dir dann dabei helfen, Dinge anders zu sehen und Dinge anders anzugehen, dann kann ich es dir nur ans Herz legen, auch mit jemandem im mentalen Bereich zu arbeiten. Jemanden, der dir immer wieder diese Fragen auch stellen kann. Wenn du das Gefühl hast, du hast bei mir eine gute Möglichkeit daran zu arbeiten und dir gefällt das, was ich sage oder dir gefällt mein Stil, dann freue ich mich natürlich. Kannst du gerne auf www.juliusduchscherer.com ein kostenloses Erstgespräch anfragen. Aber generell kann ich es einfach nur dir ans Herz legen, mit jemandem darüber zu sprechen, im Guten wie im Schlechten. Also es geht da gar nicht darum, irgendwelche Probleme zu bearbeiten. Also ich glaube, wir Menschen haben alle gewisse mentale Blockaden, auch durch Erziehung und so weiter. Aber es geht mir vielmehr darum, performanceorientiert zu arbeiten. Weil, wie ich es am Anfang geteilt habe, mentale Stärke ist wie ein Muskel. Du kannst ihn trainieren, kannst dann den stärken, um dann auf Situationen besser zu reagieren. Und darum geht es mir, performanceorientiert Leistungen zu steigern, um mental auch das abzurufen, was du in dir hast und dann natürlich auch körperlich und fußballerisch zu zeigen, was du drauf hast. Also es ist eher so ein ganzheitlicher Prozess. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, weil hier werden einige Videos genau dazu kommen, wie du als Fußballer, angehender und aktueller Fußballprofi einfach auch dein persönliches nächstes Level erreichst. Weil nur damit wirst du letztendlich alles aus dir und deiner Karriere herausholen. Wenn du nicht nur fußballerisch und körperlich arbeitest, sondern auch mental, das sind so diese drei Säulen und diese mentale Säule oder das Mentale wirkt sich häufig auch positiv auf das Fußballerische und auf das Körperliche auf. Denn du kannst der beste Fußballer sein, du kannst körperlich eine Maschine sein, wenn du aber es am Spieltag nicht konstant abrufen kannst,
kannst und wirklich immer, immer konstanter an deine besten Leistungen rankommst, dann wirst du nicht den Erfolg haben, den du in dir hast. Also trainier deinen Kopf, in diesem Sinne, gewinn dein inneres Spiel und genieß den Prozess.